Wieder eins verkauft. Ein ganz normales Reihenhaus, genau wie das hier. 20.000 Pfund. Gott im Himmel. Unglaublich, was? Absolut fantastisch. Seht ihr, der alte Mac hatte recht. Macmillan Senior hat gesagt, wählt die Tories und wir machen euch alle zu Kapitalisten. Stimmt, sie haben es geschafft. Donnerwetter, ich meine, die sind gerade mal 2 Jahre im Amt und schon ist das Haus hier 20.000 Pfund wert. Und unter deiner Labour Party war es gerade mal 600 Pfund wert. Und da fragst du mich, warum ich die Tories wähle. Ach, das ist nicht der wahre Preis. Der Preis ist inflationär. Natürlich ist es der wahre Preis. Steht schwarz auf weiß hier drin. 20.000 Pfund ist das Haus wert. Aber nur auf dem Papier, nur auf dem Papier. Nicht nur auf dem Papier, Söhnchen, in meiner Brieftasche, wenn ich es verkaufen würde. Gut, wenn du das Haus hier für 20.000 Pfund verkaufst. Ja? Und das nebenan kaufst. Das würde ich aber nicht kaufen. Ja, aber mal angenommen. Das wäre doch bescheuert. Aber wenn du es tätest. Das würde ich nicht. Oh Gott, einfach nur so rein hypothetisch. Okay. Na gut, wenn ich es rein hypothetisch kaufen würde. Genau. Was ich nicht würde. Oh Mann. Dazu die Mühe. Allerdings frage ich mich auch. Hör zu, worum es geht ist, wenn du das Haus nebenan kaufen würdest, dann müsstest du 20.000 Pfund dafür hinlegen. Denn wenn das Haus 20.000 Pfund wert ist, dann ist auch das Haus nebenan 20.000 Pfund wert. Schon möglich. Aber ganz bestimmt sogar, es sind identische Häuser. Wenn das Haus 20.000 Pfund wert ist, dann ist auch das daneben 20.000 Pfund wert. Und das daneben auch. Und das daneben auch. Und das daneben auch. Daneben steht aber gar keins. Da ist nämlich die Baulücke. Das war die einzige Bombe, die hier damals gefallen ist. Ja, da haben Juden gleich nebenan gewohnt, wo die runtergekommen ist. Und er meint, dass sie wahrscheinlich hinter denen her war. So ein Quatsch. Von wegen, ist überhaupt kein Quatsch. Der Geheimdienst der Deutschen war nicht zu unterschätzen. Der alte Jowett war aber froh über diese Bombe. Jowett? Ja, der den Tante-Emma-Laden hat. Hat sich wie Bolle gefreut. Wieso? Weil er einen Platz für seinen Wohnwagen hatte. Ja. Der ist bestimmt ein paar Pfund wert, das alte Trümmergrundstück. Ist immerhin Land, oder? Land, versteht ihr? Entschuldigt, bitte. Das ist eine Sache, die deine Wissenschaftler mit all ihren technologischen Kenntnissen bisher noch nicht hinbekommen haben. Und das ist Land, siehst du? Und auf eben diesem sitze ich. Liebes Töchterchen, eben darauf sitzt dein Daddy Land im Wert von 20.000 Pfund. Aber du könntest es nicht verkaufen, um dir genauso eins zu kaufen und dabei Gewinn machen, oder? Und du könntest dir nicht mal so eins kaufen. Nein. Und ich werde dir noch was sagen. Was? Genauso wenig wie deine Schwarzen und Pakis. Ist nämlich viel zu teuer für die Brüder. Das ist noch was, was die Tories erreicht haben. Statt das ganze Gesocks herkommen zu lassen, damit sie Häuser kaufen und den Grundstückswert versauen, haben sie einfach die Preise der Häuser und Grundstücke erhöht. Und jetzt können sich deine Freunde nicht mehr leisten. Ja, noch sonst jemand anders. Nein, und das ist wahr. Gegen die Tatsache kann deine Labour-Rassenbeziehungskommission verdammt noch mal nichts machen. Du bist echt verrückt, weißt du das? Ja, du bist echt bescheuert. Ich weiß, ich muss bekloppt sein, euch zwei fast umsonst bei mir wohnen zu lassen. Wir bezahlen 2 Pfund für ein Zimmer. Ein klitzekleines Zimmerchen. Ja, wenn jemand bekloppt ist, dann wohl wir. Ach ja? Ja. Du findest 2 Pfund Miete die Woche zu viel dafür, ja, meine Liebe. Ja. Ja. Ja? Natürlich, helfen wir gerne ein bisschen Ihrem Haushalt aus. Hör mal gut zu, Sunnyboy. Ich bring dir jetzt mal was über Wirtschaft bei, wovon du ja so mächtig viel verstehst. An dem schwarzen Tag, an dem du meine Tochter geheiratet hast und hier eingezogen bist. Lass sie in Ruhe. Und so nett war's, mir 2 Pfund die Woche Miete zu zahlen, hat das Haus hier einen Marktwert von nicht ganz 600 Pfund gehabt. Aber jetzt, im Laufe der Jahre, ist er gestiegen. Sodass es jetzt im Moment einen Marktwert von 20.000 Pfund hat. Wohingegen andererseits, laut Aussage deines so geschätzten Wilson, deine 2 Pfund inzwischen auf den Wert von 25 Schillinge gefallen sind. Also wer ist jetzt bitte bescheuert? Dann sollen wir also mehr bezahlen? Nicht zwangsläufig. Na, was aber denn nun? Ich will, dass ihm klar wird, als er damals unter dem Regime eurer Labour-Regierung hier eingezogen ist, ja, hat er 2 Pfund die Woche Miete für ein Zimmer in einem 600-Pfund-Haus gezahlt. Ja. Aber jetzt, dank mir und der Tory-Regierung, zahlt er bloß 25 Schillinge die Woche Miete für ein Zimmer in einem 20.000-Pfund-Haus. Na und? Na und? Unter uns ging's für dich aufwärts.
Und es wäre schön, wenn du ein kleines bisschen mehr Dankbarkeit zeigen könntest. Es ging aufwärts. Du hast doch nicht mehr alle Tassen im Schrank, weißt du das? Hör zu, das Haus hier war eine Bruchbude, als es gebaut wurde. Und es ist immer noch eine Bruchbude. Ja, aber jetzt ist es eine 20.000 Pfund Bruchbude, oder nicht? Du lieber Himmel, hör mal. So wie die ganze Sache im Moment läuft, wirst du bald 1.000 Pfund für ein Schwarzbrot zahlen. Es wird aber kein bisschen besser schmecken, wenn du verstehst, was ich meine. Das sollte es aber bei dem Preis. Und du wirst für deinen Lohn bald eine Schubkarre brauchen, so wie die in Deutschland damals. Schon gut, kein Grund mehr, was von Deutschland zu erzählen. Wir wollen gar nichts über die wissen und was sie getan haben. Ich weiß, dass wir den Krieg gewonnen haben und sie gut mit der Niederlage gefahren sind. Aber das ist ein anderes Thema. Ein Thema, das deine Labour-Party lieber verschweigen würde. Aus sehr offensichtlichen Gründen. Was soll denn das wieder bedeuten? Du weißt genau, was das bedeutet. Natürlich habe ich damit diese Arbeiterinternationale deiner Labour-Party gemeint. Hey. Weil es ihnen nicht in den Kram passt, nicht? Nein. Es gefällt ihnen überhaupt nicht, dass wir endlich wohlhabend werden. Was? Wir werden wohlhabend? Wer? England? Ja, Söhnchen, England. Langsam kommen wir endlich zu Wohlstand, trotz dieser verdammten Labour-Verräter. Welche Verräter? Welche Labour-Verräter? Oh, sieh nur, wie unschuldig. Ganz große Äuglein, wie Shirley Temple, wie süß. Ich frage dich, wer hat Ostdeutschland wohl damals den Russen überlassen? Hä? Tja, keine Ahnung, wer denn? Es war bestimmt nicht Churchill, kannst du mir glauben? Ich habe immer gedacht, die Russen hätten es kassiert. Ich habe gedacht, dass sie es während des Krieges überrannt und erobert hätten. Ach ja? Aber wer hat ihnen geholfen, hä? Wer hat ihnen dabei geholfen? Der verdammte Clement Attlee, wer sonst dieses verlogene Bolschewikenschwein? Bitte. Attlee ist während des Krieges gar nicht zuständig gewesen. Nein, das war Winston Churchill, der ist während des Krieges zuständig gewesen. Das weiß ich, der aber... Der hat immer den komischen Hut getragen. Ja, hat doch, auf dem Radio geredet. Ich weiß. Und immer Zigarren geraucht. Hör zu, ich... Und er hat immer die zwei Finger gehoben. Hitler hatte aber bloß den Mittelfinger gezeigt. Hey, das weiß ich. Aber während Churchill weiter Krieg geführt hat mit den Truppen da draußen an der zweiten Front, Gott hab ihn selig, ist der verschlagene, hinterfotzige Attlee bei uns zu Hause rumgewuselt und hat sich überlegt, wie es nach dem Krieg weitergeht. Und welche Mittel und Wege es gibt, die Taschen der Labour-Party mit russischem Gold vollzustopfen. Ich kann's noch immer kaum fassen, dass Churchill nie was davon bemerkt hat. Aber Jesus ist Judas auch erst auf die Schliche gekommen, als es zu spät war. Ja. Worauf willst du überhaupt raus? Du weißt genau, worauf ich raus will. Dieser plötzliche Wohlstand deiner Labour-Party nach dem Krieg. Leck mich am Arsch. Ist doch wohl offensichtlich, was? Die waren mal reine Arbeiterklasse und mussten jeden Penny zweimal umdrehen. Ihr, wenn, wäre damals nicht der alte Attlee gewesen? Ich meine, dann hätten sie nach dem Krieg nichts weiter gehabt als die kümmerliche Abfindung, die sie gekriegt haben. Ist doch wohl klar, was passiert ist. Nicht wahr? Während Churchill weit weg ist in Yalta und vor den Augen der Weltöffentlichkeit für jeden sichtbar mit Stalin Verhandlungen führt, wuselt dieser Attlee derweil hier herum, hinter den Kulissen und so weiter. Und verhökert heimlich Ostdeutschland und Indien dem Genossen Molotow. Nein, das war Gandhi, dem sie Indien gegeben haben. Ja, der ist nämlich unheimlich wütend geworden. Er hat einen richtigen kleinen Bock gekriegt. Und er wollte nichts essen, bis sie ihm Indien geben. Gandhi? Gandhi war am Verhungern, bevor er den verdammten Hungerstreik angefangen hat. Der Mann war bloß Haut und Knochen, schon bevor er damit angefangen hat. Er hatte nur einen Lendenschurz, der ihn aufrecht hielt. Er ist aber ihr Führer gewesen. Er war ihr religiöser Führer. Denn für die Inder war er so etwas wie Jesus. Es war so, als ob ihnen der Heiland erschienen wäre. Du brauchst gar nicht so zu lachen. Er ist ihnen wie Jesus vorgekommen. Aber Jesus hat doch keine Brille getragen. Dafür hat er aber einen Lendenschurz getragen. Aber Gandhi hat eine Brille getragen. Ich habe auch eine auf. Na, du siehst auch nicht gerade aus wie Jesus. Aber Gandhi schon. Du siehst mehr aus wie die, die ihn getötet haben. Gandhi ist ihnen wie Jesus vorgekommen. Er hat auch wie Jesus gelebt. Hat inmitten der Armen wie Jesus gelebt. Hat sich aller weltlichen Güter entsagt wie Jesus. Siehst du? Denn wie hat Jesus der Herr gesagt? Eher passt ein reicher Mann einmal in das Ohr eines Kamels, als dass eine Nadel ins... Wie Jesus der Herr gesagt hat. Ja, aber er war garantiert kein Tory, so viel ist sicher. Aber zu deinem Labour-Pöbel hat er auch nicht gehört. Nein, er war vermutlich mehr ein Schwindler, nicht? Immerhin war sein Papa ja Kapitalist, nicht wahr? Gott? Du... Blasphemischer Dreckskerl. Aber er...
Das muss er aber, Alf. Er muss einfach Kapitalist sein, oder? Schließlich besitzt er den Himmel. Ihm gehört auch die Welt, laut Aussage der Kirche. Er hat sie bloß erschaffen, das ist alles. Nein, ja, aber der Teufel hält auch Anteile daran, oder? Ihm gehören die Konzessionen der Swingerclubs, Bingohallen, Wettgeschäfte und so weiter. Ja, und Gott gehören die Kirchen. Ja, stimmt. Ich meine, so wie die Immobilienpreise steigen, muss er im Moment förmlich schwimmen, du Geld. Du dreckiger, ungepflegter, wasserstoffgebleichter Hippie. Ich würde dir am liebsten eine verpassen. Er wird dich strafen. Er wird dich drankriegen, dafür schmorst du in der Hölle. Er wird dir eine Mistgabel in den Allerwertesten ran. Eine verdammt heiße Gabel, das kannst du mir glauben. Ja. Gott kann mir gar nichts. Nein, du wirst schon sehen. Du ach ja, wirst schon gut, sehen. Ich sag dir was, ich werde ihn herausfordern. Ich werde ihn herausfordern, wenn es wirklich einen Gott gibt da oben. Dann soll er mich doch erschlagen, in genau 10 Sekunden, ab jetzt. Das macht er bestimmt, Freundchen, mit einem verdammt grellen Blitz, darauf kannst du giften. Na super, ja. Die Zeit läuft. Hör zu, nicht in diesem Haus. Gegen höhere Gewalt bin ich nicht versichert. Eins. Verschwinde. Zwei. Was mit dir? Drei. Vier. Fünf. Habt ihr diese Woche den Versicherungsbeitrag gezahlt? Hör auf. Acht. Neun. Zehn. Na? Hier! Du wärst beinahe vor Angst gestorben. Hä? Du wärst gestorben. Meine Kippen gesucht. Ach, ja? Von wegen was gesucht? Nur weil du gerade noch rechtzeitig widerrufen hast. Ja. Ja. Sag's ihm nicht, sag's ihm nicht. Seht lieber hin. Hast du das gesehen? Er ist ganz schön fix in die Gänge gekommen. Das wird ja eine Lehre sein, bevor du wieder zu den verdammten kommunistischen Gotteslästerern rennst. Die versuchen, dieses Land zu zerstören, hörst du? Die Demonstrationen und die vielen Streiks und dieses ganze Geschacher mit dem verdammten Osten, das läuft doch alles bloß auf eins raus. Aber das kapierst du ja nicht. Ich meine, selbst die Iren, seht euch die Iren an, die doofen Mix. Die haben sich freiwillig an die Russen verkauft. Wir aber nicht, Kumpel, wir nicht. Das kannst du mir glauben. Ich finde, Paul liegt falsch, dass er sich so auf die Ausländer einschießt. Oh! Was? Er sieht nicht, wer die wahre Gefahr ist. Er sieht nicht, von wem wahre Gefahr ausgeht, verstehst du? Von dem pack ich ja nicht. Es gefällt mir zwar nicht, dass sie unser Land mit ihrem scheiß Curry verpesten. Und die ganze Nacht mit Mülltonnendeckeln rumspielen, aber die sind nicht die Gefahr. Sondern die russischen Gewerkschaften und die chinesischen Schnellimbisse, Brutstätten für Extremisten der fünften Kolonne sind das. Ja, wir wissen Bescheid. Darauf kannst du Gift nehmen, Freundchen. Wenn das nächste Mal einer von diesen Kommi-Gewerkschaftsbonzen in den Knast wandert, soll er von mir aus da verrotten. Die rufen sowieso bloß zu Streiks auf, weil sie ins Fernsehen wollen. Das haben wir... Das ist Fakt. Das ist überhaupt kein Schwachsinn. Das haben wir der BBC zu verdanken. Immer schön ermutigen. Die lassen jeden ins verdammte Fernsehen heutzutage. Langhaarige Pfaffen, perverse Spinner. Ein verdammter irischer Mörder war neulich in der Glotze. Zum Glück hat die BBC ihm einen Strumpf über den Kopf gezogen. Was gibt's da so blöd zu lachen? Das ist nicht witzig. Die Queen lassen sie nur ein einziges Mal zu Weihnachten im Fernsehen reden. Du kommst zu spät zur Arbeit, wenn du dich nicht beeilst. Es würde bald überhaupt keine Arbeit mehr geben, wenn es nach den verfluchten Gewerkschaften gehen würde. Verdammte Geißel der Menschheit, diese korrupten Gewerkschaften. Sie schützen unsere Arbeitsplätze. Na, wer es glaubt, wird selig. Die Hafenarbeitergewerkschaft hat gerade probiert, Arbeitsplätze zu vernichten. Und was ist mit all den Gefangenen, die eingelocht sind? Die haben jetzt eine verdammte Gewerkschaft gegründet und so. Also, wessen Arbeitsplätze wollen die wohl schützen? Ich meine, wer will die schon haben? Hör mal. Nein, die Gefängnisgewerkschaften wurden gegründet, um die Zustände im Knast zu ändern. Ach ja? Ja. Nein, die wollen, dass ihre Frauen sie da besuchen und so. Ja. Und andauernd beschweren sie sich übers Essen. Sie essen den Porridge dann nicht so gerne. Und ist wohl nicht genug Zucker drin für die Herrschaften. Warum sollten sie sich nicht beschweren? Sie kriegen da nur beschissene Pampe. Warum sollen die Kerle keine Pampe bekommen? Ich meine, beim Knast soll es doch um Abschreckung gehen. Nicht darum, den ganzen Tag rumzusitzen und fernzusehen. So ein Spinner. Was denn? Ehe du dich versiehst, werden sie bestimmt bald Freizeitparks aus den Knästen machen. Wir schicken Animateure statt Aufseher rein. Hör auf, mich anzuspucken. Wisst ihr, früher, ich spuck nicht, in der guten alten Zeit hat man Verbrecher in Ketten gelegt, sie genommen und dann irgendwo in eine Strafkolonie geschafft. Zum Beispiel nach Tasmanien. Nicht mal das geht jetzt noch, weil seine Labour-Party sämtliche Kolonien verschenkt hat. Also müssen wir sie hier behalten und mit unseren verdammten Steuergeldern durchfüttern. Und ich frag dich mal was. Was geschieht wohl, wenn 5 von ihren Rädelsführern mal gegen das Gesetz verstoßen und wir sie wegen Missachtung des Gerichts in den Knast stecken müssen? Geht nicht, nicht wahr? Weil sie schon im verdammten Knast sitzen. Dann muss ihre Gewerkschaft Strafe zahlen.
Red nicht so einen blöden Quatsch. Was soll die wohl bezahlen? 80 Tonnen Porridge oder ein paar Blechnäpfe? Und noch etwas. Was ist mit den chinesischen und russischen Arbeitern? Oh, dein jetzt Schuh. Vergiss mal meinen Schuh. Oh. Vergiss mal meinen Schuh. Was passiert, wenn deine Chinesen und Russen, wenn die so auf die Straße gehen? Die würde man nicht ins Gefängnis stecken. Nein, die würde man ohne Umschweife an die Wand stellen und sie abknallen. Und du möchtest vermutlich, dass unsere auch gleich erschossen werden, nicht? Das ist ja das Problem. Wir machen es nicht. Das ist ja das Problem in diesem Land. Wir sind viel zu nachgiebig. Wir bekommen nie eine funktionierende Demokratie zustande, wenn wir nicht ein paar Leute abknallen, so wie die Russen. Die Russen erschießen doch niemanden mehr. Ach, wirklich, Fräulein Neunmal-Knuchen? Aber die haben ein paar unter Stalin erschossen. Aber hallo, es gab kaum mehr welche, als der an der Macht war. Du hast erzählt, er war ein amerikanischer Spion. Ja. Wer? Na, Stalin. Nee. Du hast gesagt, er hätte in der Mile End Road gewohnt und wäre ein amerikanischer Spion gewesen. Hallo, ich hab nur gesagt... Vielleicht hat dein Vater ja recht gehabt. Vielleicht hat er darum die ganzen Russen umbringen lassen. Hör zu, ihr. Er war ja Jude, wisst ihr. Wer, Dad? Nein, Stalin. So ein Quatsch. Na, Mosley hat ihn gar nicht gemocht, das weiß ich genau. Du lieber Himmel, er ist Kommunist gewesen. Deswegen hat Mosley ihn nicht gemocht. Er mochte gar keine Russen. Wieso nicht? Weil es alles verdammte Kommunisten waren, Himmel noch mal. Als der Mosley Zar war doch kein Kommunist. Ich weiß, dass der Zar kein Kommunist war, das weiß ich. So wie auch unsere Majestät die Königin keine Kommunistin ist. Nein, das wäre unmöglich. Sie wäre auch gar nicht scharf drauf. Ist gegen ihre Religion. Gott im Himmel. Du bist so dermaßen schlau. Manchmal verschlägt mir deine Intelligenz regelrecht die Sprache. Ist doch ehrlich. Wahr. Hör zu. Sie glaubt an Gott. Das weiß ich. Und Kommunisten nicht. Diese Kommunisten glauben auch nicht an Wohlstand. Ich meine, die haben was gegen reiche Leute, oder? Stalin war reich. Oh Gott. Und er war Kommunist. Hör zu. Genau wie Kosygin. Hör doch, ich hab... Und die waren geliebt. Hör doch, Die haben sie beide gewählt. Das weiß ich. Dann können sie also offenbar ein paar Reiche doch leiden. Hör doch, ich will sie damit... Sie glauben aber nicht an irgendeinen Gott. Schwein. Ich gehe jetzt zur Arbeit. Schwein. Kauf dir deine eigene verdammte Zeitung. Das wurde auch Zeit. Verdammte Ratten. Habe ich Beine gemacht. In den Kisten ist fast immer so viel Sägemehl, dass man kaum die Tomaten findet. Das ist Betrug, weißt du? Das gehört sich nicht. Da müssten im Grunde 20 Pfund Tomaten drin sein. Es sind aber gut 5 Pfund Sägemehl drin. Das sind unlautere Geschäftspraktiken. Denn der Typ, der das mal kauft, kriegt nämlich keine 20 Pfund Tomaten, oder? Er wird über den Tisch gezogen. Und wie wird er dann reagieren? Er gibt den Verlust einfach an die Kundschaft weiter. Die Hausfrau. Das ist das Problem mit der Gesellschaft heute, weißt du? Zu viele Menschen wollen immer irgendwas umsonst haben. Die haben ihre Prioritäten falsch gesetzt. Nein, nicht. Nimm sie nicht aus der Kiste, George. Die ist nämlich schon etwas zu leicht. Oh, okay. Mist, verdammter, die ist auch ein bisschen zu leicht. Oh, Mann, ist ja fast nur Sägemehl drin. Ich wette, die ist bestimmt schon mal geöffnet worden. Nee, das Ding war bis eben immer noch versiegelt. Das gibt's doch wohl nicht. Von wo kommt denn die? Kanan. Ach, die Kanan. Da siehst du mal, wie gut der Commonwealth funktioniert. Aha. Stimmt. Je schneller wir irgendwann in den gemeinsamen Markt kommen und den Schrott loswerden, desto besser, würde ich sagen. Ja. Verdammter Halsabschneider. Nimm mal eine andere. Ja. Ah, die sieht schon besser aus. Ja, aber da ist immer noch eine verdammte Menge Sägemehl drin, oder? Ja. Ah, weißt du, ich habe vor ein paar Tagen eine Kiste Butter aufgemacht. Da haben so fast 4 Pakete gefehlt.
Und wir waren das nicht. Die Plombe ist immer noch völlig intakt gewesen. Woher, Australien? Ja. Na, was kann man von den verdammten Australiern schon anderes erwarten? Allerdings. Die Brüder stammen nun mal allesamt von Kriminellen ab, oder? Ja. Das haben die im Blut, wie die Raben zu klauen, nicht? Aber hallo. Reich mal eine rüber, wenn du schon dabei bist. Ja, klar. Worum es geht? Sie hat vergessen, mir meine Sandwiches einzupacken. Jetzt habe ich nichts zum Mittagessen. Das ist nicht fair, oder? Jetzt habe ich überhaupt nichts zum Essen. Das Leben ist hart, Alf. Du wirst am Verhungern sein, bis du endlich nach Hause kannst. Ich bin jetzt schon am Verhungern, Mann. Oh, kann mir vorstellen. Hast du was zum Frühstück gehabt? Ja. Na, zum Glück, du wirst die Reserven brauchen. Ich brauche mein Mittagessen auch. Ah, eine kleine Stärkung braucht jeder. Ich wüsste nicht, wie ich ohne was zu essen den Tag überstehen würde. Oh, wie lecker. Schweinebraten. Isst du gern Schweinebraten, Alf? Ja. Du hast also keine religiösen Vorbehalte oder so ein Quatsch. Was? Naja, manche Menschen essen keinen Schweinebraten und so. Wie die Juden. Die essen das nicht. Nein, ich... Oder die Moslems. Und die Mohammeds. Und die Katholiken. Weißt du, die essen freitags überhaupt kein Fleisch. Nein, ich könnte mit so einer Religion nichts anfangen, weißt du? Nee, dafür habe ich mein Essen viel zu gern. Religionen greifen zwar oft ins Leben ein, aber ich finde, aus dem Essen sollten sie sich raushalten. Ich liebe Schweinebraten. Ich habe noch einen Fleischer, weißt du? Der schneidet ihn so, wie ich es gern habe. Einen halben Zentimeter dick. Ja. Mit schön viel Fett. Ich liebe ein bisschen Fett. Magst du ein bisschen Fett, Alf? Ja, ich... Genau, schmeckt viel kräftiger. Hier. Isst du das? Wie gemacht, oder? Guck dir mal die Schwarte an. Richtig schön saftig. Ich esse unheimlich gern. Ja, ich esse auch gern. Gibt für mich nichts Schöneres. Ja. Naja, manche Leute mögen, manche Typen stehen auf Schnaps und so. Andere mögen Sex. Ich mag eben essen. Eigentlich mag ich's auch. Deswegen habe ich niemals geheiratet, glaube ich. Ich meine, ich bin nicht gierig oder so. Ich bin der Meinung, jeder sollte seinen gerechten Anteil bekommen. Er muss aber nicht unbedingt aus meinem Anteil kommen. Ich bin während des Krieges fast gestorben. Ach ja? Ich wog nur noch 95 Kilo. Wegen der ganzen Rationierung. Also, ich konnte zwar Hitler kein Stück mehr leiden als sonst jemand, aber ich wäre sicher übergelaufen, wenn es da mehr zu essen gegeben hätte. Muss schrecklich sein, wenn man Hunger hat. Na, Hunger muss furchtbar sein. Ich weiß, wie du dich fühlen musst. Ich weiß, wie ich mich fühlen würde. Mir wird ganz schlecht, wenn ich dich nur sehe. Wie du da sitzt, ohne was zu essen. Das würde dir ja helfen, wenn ich könnte, aber... Naja, ich bring's nicht übers Herz, dir was von mir abzugeben. Das ist nichts Persönliches, okay? Irgendwie habe ich nur diese Vorliebe fürs Essen. Nein, nicht unbedingt ich, sondern mein Metabolismus. Der macht mich zu dem, was ich bin. Ich esse einfach zu gern, weißt du? Deswegen bin ich wohl auch Sozialist, nehme ich an. Weil ich meinen Anteil vom nationalen Kuchen will. In einer Sache gebe ich euch Tories natürlich recht, weißt du? Wenn du deinen Anteil hast, halt ihn fest. Gott, ich hasse euch beschissene Tories. Beschissen? Wenn ich an das Essen denke, das ihr habt. Den ganzen Fraß, den ihr esst, und keinem gibt ihr irgendwas ab. Die ganzen gebratenen Enten und Fasane. Und den würzigen Käse und das ganze Zeug. Gott, ihr beschissenen Tories. Das meinst du? Ja, ihr könnt einfach da sitzen. Aber ihr könnt da sitzen und essen, essen, essen. Und ihr habt immer noch einen Haufen übrig. Nein, 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 nein. Oh, nein, nein. Echte Glücksschweine seid ihr. Na, ihr könnt da sitzen mit dem Ausblick auf Berge über Berge von Essen. Und ihr braucht euer ganzes Leben nichts weiter zu tun, als euch irgendwie durchzufressen. Verflucht noch mal. Na, ich wünschte, ich würde im Lotto gewinnen. Sieh dir das an. Was ist damit? Das ist das Letzte. Was quatschst du da für ein Blödsinn? Da ist doch immer noch eins. Oh, nein, 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 nein. Das will ich nachher zum Tee essen.
Das Problem mit euch, Tories, ist, du bist ein mieses Schwein, weil du, ich weiß, du bist nicht immer einer Meinung mit uns in der Arbeiterbewegung, Alf, aber sieh dir an, was die Schweine jetzt getan haben. Was denn? Die haben zusätzliche Wachleute in den Häfen eingestellt. Oh, jetzt fangen wir also davon an. Hör mal, Kumpel, es gibt nur deswegen zusätzliche Wachleute hier, um die verdammte Plünderei zu beenden, die hier vor sich geht. Nein, 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 das ist es nicht. Das ist nicht der Grund, Alf. Hörst du, das ist Politik. Schwachsinn. Nein, es ist Politik. So ein Quatsch. Überhaupt nicht. Der zusätzliche Wachschutz ist politisch, Kumpel. Yeah. Nein, ehrlich, es ist so. Wir haben versucht, uns aus politischen Gründen dran zu kriegen und haben versagt. Wir haben jämmerlich versagt. Deswegen wollen sie uns jetzt aus kriminellen Gründen einlochen. Ja. Aber das ist eine Sackgasse. Ich meine, alles, was die Jungs sich hier aus den Kisten holen, steht ihnen irgendwie zu, stimmt's? Nein, das stimmt nicht, Kumpel. Das stimmt ganz und gar nicht. Was die aus den verdammten Kisten holen, ist glatter Diebstahl. Wenn das so weitergeht, müssen sie irgendwann noch die verfluchten Kräne hier festnageln. Alles, was sie sich hier holen, ist ihr gutes Recht. Und die Arbeitgeber wissen das. Und dieser zusätzliche Wachschutz ist einfach eine Beleidigung für jeden Hafenarbeiter. Ach, hör doch auf. Nein, 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 es ist ein Angriff auf die Gewerkschaften und die Arbeiterbewegung. Siehst mal so, gestern Abend haben Sie den alten Ginger Johnson verdroschen. Ja. Sei mal ehrlich, das ist doch kein Krimineller, oder? Ginger Johnson, das musst du doch sagen, ist ein ehrlicher ein Mann. Ein ehrlicher Mann? Ehrlicher Mann? Die haben zwei Käse, vier ganze Lammkeulen und ein halbes Schwein in seinem Kofferraum gefunden. Von wegen ehrlicher Mann. Das behaupten die. Das behaupten sie nicht nur, das ist die Wahrheit. Ja, na gut, es stimmt, ja. Ja, es stimmt. Aber darum geht's doch na, gar nicht. Na, aber sicher doch. Nein, 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 nein. Worum es geht ist, dass sie gar nichts wussten von dem Zeug, als sie ihn durchsucht haben, oder? Natürlich haben sie nichts gewusst. Ich meine, bis dahin war er unschuldig, hab ich recht. Was? Und warum haben sie es dann getan? Ich werde Ihnen mal sagen, warum. Weil er ein Mitglied der Arbeiterbewegung jetzt ist. Hör und weil sie auf. Immer noch angepisst sind, dass sie die anderen schon freilassen mussten. Ah, kommen wir endlich zu den fünf, die berüchtigten fünf. Ich wusste, früher oder später kommen wir zu denen. Hör mal zu, die fünf haben das Gesetz gebrochen. Deswegen mussten sie ins Kittchen und da hätten sie von mir aus auch verrotten können. Oh, ist aber eine sehr kameradschaftliche Einstellung. Sehr kameradschaftlich. Die fünf haben das Gesetz gebrochen, weil es ein mieses Gesetz war. Das Gesetz, lieber Genosse Sozialist, ist das Gesetz und das ist zu befolgen. Nein, 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 da liegst du falsch, Alf. Nein, das ist nicht so einfach. Es wäre aber so einfach, wenn ich Premierminister wäre, sage ich dir. Hitler hat damals ein Gesetz erlassen, dass alle Juden getötet werden. Ich meine, war das ein gutes Gesetz? Nicht, wenn man Jude war. Hast du zu dem Folge geleistet? Hitler ist tot, oder? Ah, genau wie ein Haufen Juden, nicht? Und auch eine ganze Menge Deutsche, die das Gesetz befolgt haben. Du siehst also, Alf, man muss sich schon gut überlegen, ob man ein Gesetz befolgt. Ja, und man würde sich gut überlegen, ob man ein Gesetz bricht, wenn ein Typ wie Hitler das Sagen hat. Ich wette, deine fünf Genossen, die wären bestimmt ein bisschen vorsichtiger gewesen, ob man dem Gesetz Folge leistet, wenn Hitler hier am Ruder wäre und nicht die. Die wären bestimmt nicht so scharf darauf, Märtyrer zu werden, wenn Adolf bei uns das Sagen hätte. Der hätte sie nämlich zu Märtyrern gemacht. Postume, blöde Märtyrer, nichts weiter. Ganz ruhig. Hat noch nicht aufgehört zu tuten. Ist echt jammer schade, dass wir an so einem schönen Tag nicht streiken. Ist dir aufgefallen, bei den letzten vier Streiks, die wir hatten, hat's immer gegossen. Es wäre bestimmt keine üble Idee, erst den Wetterbericht zu checken, bevor Sie wieder zum Streik aufrufen. Na, ich weiß auch nicht, wie es passiert ist. Ich habe Michaels eingepackt. Du hast doch deine gehabt. Ja. Schweinebraten, nicht? Ja. Ganz saftiger. Ja, hat sehr gut geschmeckt. Aber ich hatte kein Mittagessen. Ihm geht's gut. Er hat seins ja gekriegt. Absolut fantastisch. Tut mir sehr leid. Ja, so siehst du aus. So siehst du aus, du blöde, dusselige Kuh. Oh, das ist ja schrecklich, was? Ja, ich musste den ganzen Tag ohne was zu essen auskommen. Ich hab dich gar nicht gemeint. Ich spreche von den Gewalttätigkeiten. Immer wenn man den Fernseher anstellt, sieht man nur Chaos und gewalttätige Ausschreitungen. Na, was hast du erwartet? Es ist Sommer, nicht wahr? Sommer? Was hat der Sommer damit zu tun? Kein Fußball. Na, das ist der Grund für die ganzen Ausschreitungen, ist doch so. Ach, so ein Quatsch, das hat doch nichts mit Fußball zu tun, sondern mit deiner verdammten Regierung. Ach, ja, da irrst du dich, du blöder Klugscheißer, denn irgendwie muss man sich ja abreagieren. Und während der Fußballsaison kann man sich wunderbar abreagieren, auf dem Platz und auch daneben. Aber kaum ist Sommer, gibt's keinen Fußball. Und kein verdammtes Mittagessen, versteht ihr? Da wird man ganz schrecklich frustriert und neigt zu Gewalt und zu Aufständen und... Ich meine, Cricket ist irgendwie kein Ersatz. Wär's vielleicht, wenn sie ein bisschen mehr Körperkontakt erlauben würden. Oder besser noch, wenn der Werfer den Scheißball auf den Schlagmann werfen dürfte. Und dann, wenn der das nicht gut findet, dürfte er zum Werfer rüberlaufen und ihm die Birne mit dem Schläger einschlagen. Hör doch auf! Wenn man es so spielt, würde Cricket vielleicht was bringen, weil es nicht ausreicht, wenn man von Gewalt bloß so hört. Gewalt muss man auch sehen, um sie zu erfahren. Oh, Mann. Wo ist mein verdammtes Essen? Hast du schon gehabt?
ich gar nicht. Ich hab dich gestern gefragt, ob du den Schweinebraten zu Hause essen oder mitnehmen willst. Du wolltest ihn lieber mitnehmen. Das habe ich ja wohl nicht getan. Ich weiß. Und wo ist er dann? Ich habe ihn gegessen. Du hast ihn gegessen? Na, einer musste ihn ja essen. Es wäre eine Sünde, ihn einfach wegzuwerfen. Der kostet 60 Pence das Pfund, dieser Schweinebraten. Er ist es aber wert gewesen. Er war sehr lecker. Du blödes, gieriges Schwein! Schön. Ich kaufe nie wieder Schweinebraten für dich. Ich verschwinde in den Pub. Warte mal, Dad, ich komm mit. Hast du überhaupt Geld? Ich dachte, heute eine kleine Lektion von einem deiner lieben Genossen gelernt. Ein Lass uns alles teilen, Brüdern. Was du einmal hast, das gibst du auch nicht wieder her. Thank you.